Herzlich willkommen. Kommen Sie rein in unsere Kirche. Verweilen Sie einen Moment. Hören Sie auf die Worte der Weihnachtsbotschaft und auf die Klänge der weihnachtlichen Choräle. Ein Weihnachtssegen begleitet Sie in den Feiertagen wie im Alltag. Kommen Sie rein. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. So erklingt es in der Adventszeit. Auch in diesem Jahr können wir unsere Kirchentüren an Weihnachten nicht für Gottesdienste öffnen. Trotzdem öffnen wir alle in der Weihnachtszeit die Türen zu unseren Herzen, damit die Herrlichkeit der Liebe und Erlösung in diese trüben und auch so dunklen Tage bei uns einziehen kann. Auch in diesem Jahr ist es Weihnachten geworden. Wir haben unsere Aktion Komm zur Krippe wieder ins Leben gerufen, sodass Sie alle zu Hause eine Andacht zu Weihnachten feiern können. So können wir Christen hier am Landrücken aus Wallroth, aus Ulmbach, Reinhards, Kressenbach, Würzell, Hintersteinau und Breitenbach gemeinsam und in Nächstenliebe doch örtlich getrennt uns an das Wunder von Weihnachten erinnern. An Weihnachten feiern wir, dass der Herr der Herrlichkeit zur Welt gekommen ist. In Bethlehem, in einem Stall, in ärmlichen Verhältnissen. Der Evangelist Lukas erzählt: Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, da Kyrenius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auf, auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war. Damit er sich schätzen ließe, mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Thank you.
und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden. Die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Thank you.
weihnachtliche Segen begleite sie in den kommenden Tagen. Möge das Licht der heiligen Nacht deinen Weg erleuchten, was auch kommt. Du darfst getrost und zuversichtlich sein. Möge die Fürsorge Gottes dich begleiten. Wo du auch hingehst, dein Leben soll unter einem guten Stern stehen. Möge der Frieden Gottes dein Herz erfüllen. Wer dir auch begegnet, es sollen Zeichen der Liebe von dir ausgehen. Möge die Barmherzigkeit Gottes deine Freude sein. Was du auch zu bewältigen hast, Trost und Hoffnung werden dich nicht verlassen. Möge Jesus Christus dir zur Seite stehen und dich segnen, nicht nur an Weihnachten, sondern an jedem neuen Tag. So segne und behüte euch Gott, der Treue und der Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.